Die Initialzündung kam, als ich den Zeichentrick-Anime-Film Ghost in the Shell gesehen habe. Ein Klassiker aus dem Science-Fiction-Anime-Genre. Dazu kam als zweite sozusagen Inspirationsquelle kam Donna Haraways Cyborg Manifest. Das ist ein, ja, auch ein Klassiker aus dem klassischer feministischer Text, könnte man sagen. Beide Themenkomplexe, sowohl der Manga oder der Anime als auch das Cyborg Manifest, sind keine Vorlage, keine Stoffvorlagen. Uns ist daran gelegen, aus diesem Themenkomplex eine zeiträumlich aufgebrochene Installation zu schaffen, die dem Publikum die Möglichkeit bietet, diesen Themenkomplexen in verschiedenen Erfahrungsräumen zu begegnen. Also es ist Oper, es ist Installation, es ist für mich es ist wie ein Museum, Museumausstellung, und Sie können das nirgends mehr sehen. Sie können das nur hier sehen. Was auch ganz anders ist natürlich an zeitgenössischen Kompositionen, ist, dass man dass der Komponist noch nicht tot ist, dass man mit dem wirklich arbeiten kann, kommunizieren kann. Ich habe noch nie so eine intensive Produktionsphase erlebt, das kann ich mit Sicherheit sagen. Ich habe auch noch nie so ein unglaublich motiviertes, talentiertes Team hinter mir gehabt. Habe mich sehr geehrt gefühlt in dem Sinn, dass ich sowohl von den Verantwortlichen, aber auch von allen Künstlern so viel Vertrauen bekommen habe. Mit Martin ist super Arbeit. Also er ist begeistert mit seinem eigenen Stück, deswegen konnte er uns mit seinem Stück begeistern. Und man merkt, dass er mag dieses Stück. Und deswegen, ich mag dieses Stück auch. Und die Arbeit war super. Er hat sehr viele Anweisungen gegeben, wie er das vorstellt. Weil als ich das gelesen habe, okay, dort stand, wie, was wir machen. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was im Ganzen dieses Stück sein soll. Und er hat ganz gut erklärt. Martin und ich sind wirklich wahnsinnig viel Zeit mit Konzipieren und Ideen sammeln und auch so, wie wirkt Musik und Raum und wie wirkt es zusammen und wie spielt es zusammen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, für mich auch der Hauptpunkt, damit ja, zu spielen. Wir haben dieses Problem der patriarchalen Struktur versucht, zeiträumlich aufzubrechen, in dem Sinn, dass wir drei verschiedene Räume haben, die alle ihrer eigenen Zeitlichkeit folgen und bei denen man in keinem dieser Räume kann man eine Geschichte von A bis Z verfolgen, sondern man muss sich als Zuhörer auch entscheiden, welche Geschichte man hören will und wie man sich durch diesen Raum bewegen kann. Also die Räume hängen alle konzeptionell zusammen. Wie kann man mit Natur und Technik spielen? Das ist eigentlich in jedem Raum irgendwie ein Thema. Der Beginn ist hier im Ligeti-Saal. Wir haben da eine große Baumrauminstallation und eben die Fernseher und die Sänger hängen in Kokons und brechen dann daraus aus. Also diese Fernseher, da bin ich 1,5 Monate durch die Steiermark gefahren und habe Fernseher gesammelt. Ich glaube einfach, dass neue Kompositionen, zeitgenössische Kompositionen ein gutes Mittel dafür sind. Erstens mal natürlich auch viel mit Projektion zu arbeiten, viel mit Audio-Sound-Elementen. Wir haben eine wunderbare technische Mannschaft hier, wo sich eigentlich jedes Opernhaus eine Scheibe abschneiden kann. Oder viele Opernhäuser, das muss mal erwähnt werden. Ich glaube, neue Kompositionen laden eigentlich auch dafür ein, zu experimentieren. Die Partitur, die ich hier angeliefert habe, ist eine Arbeitsumgebung gewesen, anhand deren wir uns in diesen 6 Wochen zusammen fortbewegt haben. Aber es heißt nicht, dass ich auf irgendetwas beharrt habe. Also die Partitur ist für mich nur ein Sprungbrett, um dorthin zu kommen, wo wir alle gemeinsam hin möchten. Also ich glaube, das Projekt ist wirklich für alle ziemlich ungewöhnlich, auch für die Leute, die schon öfters moderne Musik gemacht haben. Es gibt keine ausnotierte Partitur, die wir lernen können. Gerade diese Offenheit, mit der, glaube ich, ich meiner eigenen Arbeit begegne, hat auch ermöglicht, dass wir ja, Lösungen gefunden haben, die ich mir nie hätte
erträumen können am Schreibtisch. Ja, das muss man alles erstmal hier sehen, muss man alles ausprobieren und dann sieht man ja, das funktioniert nicht, dann ändern wir das so, dann machen wir das so und so weiter. Das ist jetzt eine spezielle Geschichte mit dieser Musik, weil der Komponist eine andere Arbeitsweise hat als viele andere Komponisten unserer Zeit. Der ist sehr beteiligt in dem Entstehungsprozess und die Partitur entsteht nicht im Arbeitszimmer, sondern im Laufe von Workshops. Und da muss man einfach dabei sein und mit den Studenten die Anweisung des Komponisten verwirklichen. Dieser Prozess, das war schon eigentlich eine Bestätigung eigentlich für mich in dem Sinn, dass ich nicht daran glaube, Partituren oder Werke sind fertig, wenn sie fertig geschrieben sind, sondern sie sind eigentlich erst dann fertig, wenn nach dem letzten Aufführungstag. Die Texte sind größtenteils von mir generiert. Also ich habe viel mit Software gearbeitet, Software Text generiert. Ja. Es sind einige Textstellen aus der Bibel genommen worden, die in dem Film, in dem Manga vorkommen. Es ist eine sehr wilde Textcollage, sozusagen mein Libretto, das ich selbst zusammen komponiert habe. Also ich kann ja mal einen kleinen Test, eine Probe geben. Das sieht dann ungefähr so aus. At noidal I perhaps have by been a long as your. You know body. If you are the you going on in the next day, the or so real. Als ich das erste Mal gesehen habe, musste ich an Schlagzeug, also ich habe eine Zeit lang Schlagzeug gespielt und ich musste an eine Schlagzeugpartitur denken, weil das ungefähr so notiert ist mit den unterschiedlichen Linien und unterschiedlichen Tempi. Genau, und dachte mir, das wird sicher spannend. Und ich habe auch Lust auf sowas. Also die Oper ist gegliedert in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist die Eröffnungsszene, die im Ligeti-Saal stattfindet. Das ist eine Tutti-Szene, wo alle Sänger, Sprecher, Orchester, alle Beteiligten sind dabei. Things are you going on individual sender, except for... Ich teile mich vor allem den Leuten mit, die da sind. Und wie genau und wie reagiert wird und so, das können wir jetzt ja nicht abschätzen und ich weiß auch noch nicht, ja, wie das dann genau abläuft, wie nah ich den Leuten komme, wie überhaupt, wo die Leute stehen werden, ob sie sich verteilen oder nur am Rand stehen. So, das ist alles Dinge, die wir jetzt erst in der Generalprobe eigentlich rausfinden können. Time distinguished yourself in the A. Also die erste Szene ist eine gemeinsame Szene. Da gibt es Module für jede Gruppe, die zwar parallel laufen, aber nicht die gleiche Länge haben. Und es gibt Instructions, wie man sich zu verhalten hat, was man damit machen soll. Diese Module sind bei den Beteiligten aber nicht synchron, also die sind zum Teil überlappend, wie eine Backsteinmauer. Also der Chor ist schon in Modul 3, während die Sängerin noch in ihrem Modul 2 ist und so weiter. Das ist das Modul 16. Hier oben sieht man wieder sehr schön, sind die Erklärungen, was man machen muss. Und hier unten ist so ein Feld mit 20 kleinen Kästchen und in jedem Kästchen steht eine Note und ein Wort. Und dann heißt es zum Beispiel, jeder soll sich beliebig ein Kästchen als Starting Box aussuchen und in einer beliebigen Richtung nach oben oder nach links oder rechts gehen und diese Richtung beibehalten. Und theoretisch kann man sich immer eine andere suchen, das ist frei. Das heißt, es ist vorher auch nicht klar, wie das klingt. Als ich erstes mal die Noten sah, ich habe gedacht,
okay, und wie lerne ich das? Was fange ich an? Und weil normalerweise es steht Gesangsstimme, Klavierstimme, typisch in dieser Rolle war einfach so Noten und Anweisungen. Und zuerst musste ich sehr oft lesen, diese Anweisungen im Kreis. Jedes Mal irgendwas Neues habe ich gefunden. Und rein technisches, es gibt da sehr oft verschiedene Geräusche, was wir machen. In klassischer Oper gibt es das gar nicht. Also klassische Oper, ganz saubere Gesang, sagen wir so. Und hier wirklich mit Geräuschen, mit Räuspern. Ich finde, das Wesentliche für diesen Cyborg ist, dass er zum einen dort ein bisschen verloren ist, weil er nicht weiß, was er hier soll, dass er was von sich sucht, was irgendwie ihm verloren gegangen ist oder ihr verloren gegangen ist. Es ist ja auch bewusst relativ geschlechtsneutral gehalten. Und dass er sich oder sie sich mitteilen will, zu sagen, irgendwie vielleicht, also was ist mit meinem echten Ich? Ist das irgendwie schon lange tot und wo komme ich eigentlich her? Und dass diese Kommunikation nicht klappt. Und das ist irgendwie das Hauptproblem, dass ich mich mitteilen möchte und keiner versteht mich und es funktioniert irgendwie nicht. Und es überlagert sich irgendwie alles. Es ist so ein Kurzschluss. Die Figur des Cyborgs als Metapher, um den patriarchalen Ursprungsmythos zu dekonstruieren. Das ist auch ein zentraler Satz des Manifests. The cyborg would not recognize the Garden of Eden, it is not made of mud and cannot dream of returning to dust. Das heißt, der Cyborg, für den hat das Paradies keine Bedeutung, weil er menschengemacht ist. Er ist quasi nicht unschuldig, er kommt nicht aus dem Paradies. Ich suche das eigentlich nicht. Das ist eigentlich ja nicht mein, das ist ja nicht mein Paradies. Ich habe als Cyborg ja nicht mit dem menschlichen Garten Eden, ich entspringe da nicht raus. Das ist ja auch ein Problem dieser ganzen Sache. Ich gehöre da nicht hin eigentlich. Deswegen so. Ja. Wie meinst du gehörst da nicht hin? Nach 20 Minuten, wenn die Eröffnungsszene zu Ende ist, sind die Leute eingeladen, dann eben zu wandern. Woraufhin am Ende der Chor die Türen aufmacht und nach oben geht in die Studiobühne. Was oben stattfindet im dritten Stock, ist auch ungewöhnlich, dass es sehr viel Gesprochenes gibt. Und zwar wie Musik organisierte, strukturierte, gesprochene Sachen. Also indem zum Beispiel drei Leute sprechen etwas, was eigentlich wie eine Kammermusik, eine musikalische Schicht ergibt, also ein homogenes Ganzes. Und die anderen sprechen da in einer lauteren Dynamik darüber etwas. Und man hat zwei Schichten und das Ganze funktioniert wie Musik, aber es ist gesprochen. Es wird ein großes Labyrinth aus Folien aufgebaut und mit Projektion, die halt dann wieder auf diesen Wald, auf die Waldthematik eingeben wird. Dort oben findet die Chorszene statt, in der gewissen Weise die Sänger nicht mehr diese Figuren sind, die sie in der Eröffnungsszene sind, sondern dort streifen sie ihre Kostüme ab und begegnen uns als Mensch. Parallel zu der Orchesterszene und der Chorszene in der Studiobühne findet im Legitisaal die Solistenszene statt, die die Annäherung des Cyborgs und der Puppe darstellen. Would not recognize.
ich will mich mit ihm vereinigen. Und ich sehe seinen Körper und ich sehe keine Menschen neben mir eigentlich. Ich weiß, dass neben mir stehen Leute, aber ich bin so konzentriert auf ihn. Ich will mit ihm mich vereinigen. Und die Stimme geht zuerst vom Piano, ganz Piano, ins Forte und dann meine Stimme zerbricht in viele verschiedene Stimmen. Also wir haben Aufnahmen gemacht und im Saal wird meine Stimme vielfältig, sagen wir so. Sie verleiht mir eine Stimme. Und das passiert ja im Laufe dieses Textes, passiert das szenisch. Wo wir zusammen in diesen Licht gehen, das ist für mich diese Zeit, wo ich kann sagen, dass wir sind im Paradies. Aber eigentlich das, was Martin gemeint hat, das gibt es für Cyborgs kein Paradies. Aber für mich persönlich, ich finde, das ist genau dieses Moment, wo wir in den Licht weggehen, das ist Paradies. Nach der Solistenszene, das heißt, nachdem die Sängerin und der Sprecher im Licht verschwinden, gibt es dann eine ausgedehnte Videoszene und das, was wir als das Baumsolo bezeichnet haben. Das Video wurde von der Video- und Performance-Künstlerin Monika Duncan geschaffen, indem sie Aufnahmen der einzigen Wüste Deutschlands, einer Panzerwüste außerhalb von Berlin, mit analogen Bildbearbeitungsmodulen verändert hat. Die Idee dieser Szene kommt eigentlich aus der Idee, die entleerte Bühne oder den Hintergrund der von den Figuren entleerten Oper zu zeigen. Die Leinwand sozusagen, auf der alles gemalt wurde. Gleichzeitig läuft im Foyer die Installationsszene des Ensembles. Die ursprüngliche Idee für diese Szene war eigentlich der Gedanke, was passiert eigentlich, wenn wir ein Internetkabel aus der Wand ziehen und alles anhören, was da drin ist. Ja. Eine naive Vorstellung, wahrscheinlich eine totale Kakophonie, aber gleichzeitig hört man wahrscheinlich auch Richtungen oder Dynamiken, wie sich etwas ausdünnt, verdichtet und so weiter. Unsere Instrumentalisten sind Masterstudierende des PPCM-Studiengangs. Das heißt, die sind erstens Masterstudierende und zweitens ausgewiesene neue Musikspezialisten. Was Dinge betrifft wie alle möglichen Geräusche, Luftgeräusche, auch Vierteltöne, Achteltöne, sind die da ziemlich fit. Also die machen eigentlich bis den ganzen Tag. Unsere Studenten ist die zweite Szene, die instrumentale Szene im ganzen Foyer zu hören. Und da ist sehr großer Teil natürlich Improvisation nach Anweisung und nach Signale, akustische Signale, die sie von Kopfhörer bekommen. Diese Summe der Klänge, die sie produzieren, werden dann im Computer prozessiert und in einem Raum unten im Orchesterproberaum gestrahlt. Man kann eben diese Installation in eine elektronische Variante hören. Unten im Orchesterraum gibt es ein ca. 40 Quadratmeter großes Pool, das durch Transducer in Schwingung versetzt wird. Was Sie hier sehen, ist also eine Spezialanfertigung für die Produktion. Wir haben uns überlegt, wie wir mit dem Wasser arbeiten. Und haben darüber nachgedacht, dass es auch schön wäre, wenn man also Musik transportieren könnte in das Wasser hinein und also Wellen erzeugen könnte. Und sind darauf gekommen, dass man das eigentlich ja mit Lautsprechern machen könnte, indem man ihnen einfach tiefe Frequenzen gibt und einen Körper auf einen Lautsprecher macht, der ins Wasser reintaucht und durch die Bewegung quasi Wellen erzeugt.
alles, was die Musiker spielen, wird gelobt und summiert im Orchesterraum abgespielt. Und das ist sehr schnell eine sehr dichte Textur. Das ist doch so ein bisschen ein Erholungsraum eigentlich, wo man vielleicht auch so das Ganze mal verarbeiten kann, was man sonst so gesehen hat. Danach findet die Schlussszene statt im Foyer, bei der alle Beteiligten ihre Bühnenfiguren verlassen, sich durchs Publikum mischen und im Foyer dann den Schlusschor anstimmen. Ich muss sagen, das, was hier passiert, ist nur in großen Festivals zu sehen. Also es ist so aufwendig und komplex, technisch und auch von dem Ablauf so komplex, dass eigentlich nur in großen Festivals möglich sind. Dass es hier in einer Uni sowas realisiert wird, ist natürlich eine Luxussituation für die Studenten. Und sie bekommen Erfahrungen, die sie für ihr weiteres Berufsleben sehr wichtig sind. The fire! 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 Langsam, so jetzt in den letzten Tagen der Produktion, hat sich schon so eine Art Melancholie oder Traurigkeit eingestellt, weil man so ein Projekt fast 2 Jahre in sich trägt. Und das ist, glaube ich, fast wie bei einer Schwangerschaft. Man ist schwanger mit so einem Projekt und irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, jetzt gibt es auch nicht mehr viel, was man machen kann. Jetzt muss man loslassen und das ist dann auch, wie wenn so ein Teil von einem selbst herausbricht am Ende. Und das ist dann ja ein bisschen traurig, aber gleichzeitig auch schön, das jetzt abzugeben und weiterzugehen.